Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bloons DD6. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge House Flippers. Warum auch immer ich gerade Bloons DD6 gesagt habe. In meiner neu eingerichteten Bude. Stimmt, da hier drin habe ich ja auch alles neu gemacht. Da fällt mir gerade auf, da kann man sich noch einen Spiegel hinsetzen. Ich hoffe, man hört das Klicken nicht so laut. Ich habe die Audioeinstellung ein bisschen geändert. Ich könnte mir auch einfach eine ganz leise Tastatur holen. Was fehlt hier noch? Eine Toilette. WC fehlt. Nee, warte. Keine Ahnung, das sieht ganz schön aus. Ich habe jetzt die letzten Folgen in komplett neuen Stil gemacht, also ein bisschen mit sehr vielen Zeitraffern und alles so rausgeschnitten, was ich nicht brauchte oder was ich jetzt nicht so gut fand. Mir fehlt noch ein Bett. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr es findet oder ob ich es so weiterführen soll, ob es zu viel war oder ob ich noch ein bisschen mehr rein editieren könnte. Naja, aber jetzt erstmal hier mit Bitte um Entrümpelung des neu gekauften Hauses von Robert Mandel. Hallo, vor einigen Tagen habe ich ein Haus für einen guten Preis erworben. Die Höhe des Preises hatte zwei Gründe. Über viele Monate wollte niemand dieses Haus kaufen, bis endlich ein ungebetener Gast dort einzog. Es handelt sich um einen Gentleman, der sich mit seinem Karren unbemerkt einschlich und dort über einige Tage lang lebte, bis er von der Polizei aufgegabelt wurde. Dieser Herr veranstaltete in diesem Haus einen solchen Saustall während seiner kurzen Zeit, kaum zu glauben. Überall Müll auf dem Boden, Pakete und Zeitungen, unidentifizierbare Substanzen auf dem Parkett und es scheint, als ob er dem Kühlschrank seinen Inhalt zurückgegeben hätte. Na lecker. Als Person, die vor solchen Zuständen abschreckt, bitte ich Sie, die Wohnung aufzuräumen und zu entrümpeln. Ich bin auch die Probleme mit der Elektrizität. Ich bitte auch die Probleme mit der Elektrizität zu beheben. Mit freundlichen Grüßen, Herr Robert Mandel. Warte, was? Warum steht da Mandel und da Mandel? Ja, natürlich, mache ich doch gerne. Oh, schön bei Nacht. Was auch immer Schönes. Neue Fähigkeitspunkte. Aufräumen. Ja, das ist toll, dass man jetzt alle Verunreinigungen da sieht. Und bauen muss ich ja noch nicht. Warte, hier muss ich. Okay, hier drauf muss ich nichts machen. Okay, das sieht schon mal nicht ganz so toll aus. Aber ich habe ja zum Glück schöne Punkte vergeben. Alter, was hat denn der hier gemacht? Aber. Achso, stimmt. Das sind eigentlich alles Kakerlaken. Wollt ihr mich verarschen? Aber Kakerlaken sieht noch ekelhafter aus. Boah. Wie viele Kakerlaken hat denn der hier gekriegt? Naja. Erstmal den Stuhl hier weg. Den hier auch weg. Ah ne, warte. Staubsauger. Mit C kann man runter. Mit drei Kakerlakennester. Oder nicht in diesen Raum hier, oder? Kann man ja auch die Kamera ein bisschen hochstellen, bitte? Grafik. Helligkeit. Okay, das ist vielleicht ein bisschen zu hell. Also ich habe jetzt zwei Kakerlakennester zerstört.
Genau, gut, danke. Aber wo ist jetzt das dritte? Oder ist es immer noch da? Nö, da ist es nicht. Fenster reinigen, natürlich. Ich hoffe, man hört die Maus nicht zu doll. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt. Ich hatte eben halt schon vor langer Zeit mal vorgehabt, eine neue Tastatur zu kaufen. Aber eine mit Cherry MX Speed Switches. Ich weiß jetzt nicht, ob die leiser genug ist. Hier ist es irgendwo noch Zeug, genau. Ach, da. Jetzt sind alle entsorgt. Alle Kakerlakennester. Jetzt die Tür noch sauber machen. Laut der Map ist hier noch irgendwas. Und hier natürlich, ja. Das sieht man noch ein bisschen auffällig. Ganz klein bisschen. Die Sicherungen sind durchgebrannt. Okay. Montiere die Geräte. Was will denn da hier montiert haben? Gut, das ist sauber. Achso, ja, die Sicherungen sind durchgebrannt. Das muss man ändern. Okay, den Keller hatte ich bis jetzt noch nicht aufräumen müssen. Nee, stimmt, das sind ja Kakerlaken. Ach ja. Nee, es ist doch einfach nur abartig, wie viele Kakerlaken man hinterlassen kann. Vor allem, er soll ja nur ganz kurz hier gewesen sein. Okay. Wo ist denn hier noch was? Ach da, gefunden. Zum Glück sind das hier noch alles Glasscherben. Denn Glasscherben sind ja noch ein bisschen schöner oder netter, wie auch immer. Stimmt, das kann man jetzt nicht alles machen. Sauber machen, genau. Hier ist laut Minimap, da ist laut Minimap. Ach so, ja. Okay, die Decke. Mir fehlt noch der. Habe ich den schönsten oder besten Wischmopp? Aufräumen. Guter Mop, Ultra Helper Mop 2018, wirft den Müll in Reichweite weg. Ja, ich habe den besten Mop. Oder? Ja. Hier hinten soll noch irgendwo Dreck sein. Gut, das war's mit dem Dreck. Ach, da oben war noch Dreck. Achso, hier, schön. Montieren. Das war ja mal einfach. Also, weil ich das gespielt habe und das jemanden weiterempfohlen, also die Person das dann weiterspielen wollte. Hat sie schon ein bisschen weiter vorgespielt, sie musste nicht aufnehmen. Und dann hat sie mich auch gefragt, ob ich denn weiß, wie man das Ding da benutzt oder was man da machen muss. Aber naja, ich war halt noch nicht so weit. Jetzt wäre ich gerade so weit, aber jetzt weiß ich es ja auch schon, wie es geht. Ich kann mir nicht vorstellen. Eigentlich wird man eine neue Sicherung nehmen müssen. Und links habe ich vergessen. Und der hat ja einfach rausgedreht und war dann fertig. Oder musste noch irgendwas reindrehen, aber da hat sich in der Zeit keine neue Sicherung genommen. Warum ist die Wand? Ach, ich frag gar nicht. Och,
Hätte man den nicht behalten können? Achso. Nee, nicht weh. Einbau. Einbaudusche, da ist es. Ich hoffe, man hat die Maus gerade nicht komplett durch den Raum fliegen gehört. Auch wenn das nicht so war, aber es hat sich bestimmt, wenn man es hört, so angehört. Ihr könnt natürlich auf den Ausschlag mal gucken vom Aufnahmeprogramm, ob man es hört, wenn ich klicke. Ja, man hört es auch nicht so laut. Ich kann ja mal ein bisschen weiter weggehen damit. Ich glaube, am einfachsten wäre es noch, wenn ich rundum Popschutz hole oder. Ich weiß gerade gar nicht, wie das heißt. Ich glaube, irgendwas gegen Wind. Was man so komplett drauf steckt. Am besten wäre es natürlich, wenn ich das dann die ganze Zeit in der Aufnahme hoch und runter nehme. Jetzt hier wieder in die Ecken rein, genau. Und das runter. Irgendwie ist das immer das Gleiche. Irgendwie könnte man da noch was ändern, oder? Noch andere Duschen einführen. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass jeder die gleiche Dusche zu Hause haben will. So, das ist ja jetzt auch fertig. Geräte montieren. Hä? Ach, da unten ist was. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ich dachte, die wollten einfach nur, dass ich jetzt die Sicherung rausnehme. Das ist ganz toll. Wo sind jetzt hier die Schrauben? Einstellungen. Allgemeines. Montage leicht. Man kann da nicht hintippen. Okay. Ich sag's, man kann da durchtippen. Ich hoffe, das gibt mir keinen Stromschlag, so wie das ausgesehen hat. Aber jetzt kann ich hier wieder auf normal. Genau. Gut, da war nichts. So, genau. Dann geht das. Leider kann man es nicht weiter nach hinten machen. Jetzt ist das so eine blöde Lücke. Nee, warte, ich soll es nicht unbedingt dahin machen. Sonst kann ich wieder irgendwas nicht machen. Der Stuhl ist im Weg. Wie schade. Mensch, die ganzen Lampen. Als wenn die Lampen so ein Problem wären. So ist das viel einfacher. Da muss man die Maus nicht immer hin und her bewegen. Denn die wollen ja eigentlich erst mal einen Strang fertig machen und den dann direkt festschrauben. Okay, im echten Leben ist es vielleicht auch sinnvoller. Aber jetzt hier im Spiel, da spare ich mir da lieber die Zeit. Gut, und das ist ja jetzt auch fertig. Alles okay. Aber der Stuhl stört, wenn man hier abwäscht, oder? Und die hat er geschlafen, man merkt es irgendwie. Aber das Flippen hat irgendwie noch nicht angefangen. Ich glaube, das nennt man erst so, wenn man wirklich die Häuser kauft, aufwertet und dann wieder mit einem Plus verkauft. Und ich könnte mir jetzt zwar ein schön luxuriöses Haus kaufen, aber ich fange, glaube ich, erstmal mit
günstigen Häusern an, da ist nicht so viel zu tun, damit ich erstmal weiß, was man da so machen muss. So, und das Haus ist noch nicht komplett fertig. Verschmutzung bereinigen. Wo ist denn hier noch Verschmutzung? Ich gucke gerade nur auf die Minimap, deswegen. So, jetzt aber. Jetzt kann ich nach Hause. Für 6.000. Und das waren jetzt 15 Minuten. Ging ja einfach. Neue Fähigkeitspunkte verfügbar. Verhandeln. Ja, ich kann gar nicht den Preis verhandeln. Hallo? Also. Okay, oder vielleicht muss man da irgendwas anderes machen zu verhandeln. Ich kann ja jetzt mal... Ah ne, ich mache das in der nächsten Folge. Ein Haus streichen. Ja, da kann ich doch gleich wieder Zeitraffer machen. Von Tim Starr. Hallo, zusammen mit meiner Frau haben wir uns ein Haus gekauft. Und wir sind nun fast fertig. Ich möchte Sie bitten, die Wände zu streichen, da wir der Ansicht sind, dass alles in Weiß einfach zu langweilig ist. Auch die beiden fehlenden Klimaanlagen sowie zwei Heizkörper müssen installiert werden. Ich hoffe, dass das nicht zu lange dauern wird, denn wir würden bald gerne einziehen. Mit freundlichen Grüßen, Tim Starr. Ja, ist doch ein schönes Haus. Auch wenn ich das schon irgendwie kenne. So, hier muss man 65 Schritte machen. Nee, du musst noch 65 Fortschritte erreichen, um auf diesen Auftrag abzuschließen, genau. Montiere die Geräte, hier sind keine zu montieren, da sind welche zu montieren. Hier. Okay. Hier auf der Minimap ist zwar etwas, was man montieren soll, aber hier ist halt nichts, was man... Erstmal weiter gucken. Hier hinten ist auch nichts, was man montieren soll. So, hier ist auch irgendwas. Ach da. Klimaanlage kaufen. Es könnte mich so ankotzen. Bestimmt, da ist wieder Einbauklimaanlage oder sowas. Was habe ich gesagt? Wahrscheinlich ist es wirklich noch eine Einbauklimaanlage. Ich bin schon froh, dass ich die Drähte nicht selber irgendwie ranmachen muss. Okay, das wäre jetzt einfach gewesen. Weil weiß muss halt an weiß, schwarz an schwarz, grün an grün, rot an rot. Okay, ich habe halt schon ein bisschen viel mit Technik zu tun. Ich weiß jetzt nicht, also ein bisschen mehr mit Technik zu tun. Ich weiß jetzt nicht, wie selbstverständlich das ist für manche andere. So, dann ist die Klimaanlage schon mal fertig. Fenster reinigen. Irgendwie muss man immer mehr machen, als in der E-Mail steht. Oder stand, wie auch immer. Steht da irgendwie immer noch da. Ah, schön, dass man hier reinkommt. Ey. Können die denn alle ihre Fenster nicht selber putzen? Schöne Geräusche. Gut, hier ist es fertig. Vier, ja. Fenster putzen. Fenster putzen. Ey, wie viele Fenster die denn auch geputzt haben wollen? Okay, ich würde auch alle Fenster geputzt haben wollen, wenn die einmal da sind. Jo, hier kann man ja gar nicht mehr durchgucken. Ist ja komplett weiß. Wer weiß, was die da gemacht haben. Limone. Limone. Gut. Und, nee, warte, da streichen, genau. Und weil ich mir ganz
gut denken kann, dass sonst die Folge zu lang wird. Da streichen jetzt mal in Zeitraffer und bis gleich. So, und jetzt erstmal kurz zurück. Mir wurde eigentlich gesagt, dass man das gar nicht mit einstreichen soll, weil das gar nichts mit zu den Prozenten zuzählt. Aber wie man sieht, immer wenn ich da was anstreiche, dann zählt das mit zu den Wänden zu. Nur wenn man es nicht fließt, zählt das eigentlich nicht dazu. Aber so wie es aussieht, muss ich es doch machen für die Prozente. Denn ich habe jetzt 93% und jetzt habe ich 94%. Naja. Aber jetzt ist es ja fertig. Nee, das da. Nee, warte, ich kann das gar nicht verkaufen. Was ist das denn für Gülle? Ach komm. Und hier wollen die nur montierte Geräte haben. Und das ist eine Heizung. Ach so. Falls ich mal wieder eine zu lange Folge habe, mache ich ja sowas auch einfach in Zeitraffer. Also so das Montieren. Also wenn ihr mich hört, ist es nicht zu lang, die Folge. Beziehungsweise vielleicht doch schon, aber ich habe halt drüber gequatscht und deswegen vergesse ich manchmal halt einfach das als Zeitraffer zu machen, weil eigentlich gucke ich auf die Timeline, wo ich nichts sage, und da mache ich meistens Zeitraffer einfach rüber. Und dadurch, dass ich sehr oft wenig sage oder gar nichts, ist es manchmal sehr schwer zu unterscheiden, was jetzt gemacht werden muss und was nicht. Also was als Zeitraffer gemacht werden muss und was nicht. So, und die hier wollen ein Pastellrosa. Und wie gesagt, die Folge wird höchstwahrscheinlich sonst ein bisschen lang. Sieht man sich dann nach dem Zeitraffer. So, und willkommen zurück. Jetzt sind ja noch die letzten paar Streifen. Oh, das war ja sogar schon her. Und ich bin gerade wirklich in WhatsApp nochmal reingegangen und hab geguckt. Die Person hat wirklich nur geschrieben, dass ich. Dass man beim Streichen bestimmte Stellen auslassen kann. Hier fehlt genau die Klimaanlage. Wie lange geht eigentlich die Folge zur Zeit schon? Also in der Rohaufnahme 25 Minuten. Da hätte ich ja noch nicht mal das, brauche ich noch nicht mal das Montieren verschnellern. Das ist ganz gut eigentlich. Denn irgendwie ist ja auch blöd, wenn man da 3 Stunden aufnimmt und dann nur eine Stunde hochlädt, weil man alles andere in Zeitraffer hat. Ich muss gerade ein bisschen lauter reden, weil die Melodie ziemlich laut wird. Eine Klimaanlage wäre echt schon was Tolles. Obwohl, die ist auch ziemlich laut. Okay, mein PC ist, glaube ich, noch laut. Ja, genau. Schön. Fenster reinigen. Ach ja, so wie in jedem Raum. Erstmal alle Fenster reinigen. Ja, das ist so anstrengend, die Fenster zu reinigen. Also, ich meine, das ist jetzt so die Bewegung davon. Also ich habe jetzt dafür eine einfache Technik, aber wenn man das wirklich normal machen würde, obwohl, ich merke gerade doch, so schwer ist die Kontrolle von dem Ding gar nicht. Wenn man sich darauf konzentriert, kriegt man das easy hin.
könnte jetzt zwar den Auftrag abbrechen, aber nö. Wenn überhaupt, muss man schon den kompletten Auftrag machen. In Kakao und Sandmandel. Kakao und Sandmandel. Was zum Fick ist Sandmandel? So. Und dann erstmal. Boah, ist das dunkel. Das hier ist das gleiche Zimmer. Dann mache ich hier die komplette Küche in diesen dunklen Ton und drüben alles dann in den hellen Ton. Weil ich möchte halt nicht die ganze Zeit gestreift haben. Und dann ist das schon langweilig. Wenn die ganze Sache nur gestreift hat. Ein Streifenhörnchen oder Zebra. Ich bringe noch erstmal die Farbe hier rüber. Also ich glaube, ich kann mir auch ganz gut vorstellen, dass ich gerade in die falsche Richtung, also falsche Reihenfolge genommen habe. Und zwar, dass das Dunkle vielleicht hier drüben besser dazu passt. Aber keine Ahnung. Wie passt denn das zum Boden? Ne, ich glaube, das andere passt schon ganz gut dahin. Und das hier passt eigentlich ganz gut hier hin. Ich habe zwar eigentlich mit was passt zusammen, so überhaupt keine Ahnung. Aber, naja, man kann ja alles lernen, oder auch nicht. Ich weiß, dass Schwarz und Weiß ganz gut zusammenpasst. Oder auch nicht. das war eins zu weit. Schade. Ich meine, das bekomme ich hin. Oder meint sie zufälligerweise das über der Tür? Aber eigentlich hat sie Fenster geschrieben. Und auch streichen. 40, 41, ja. Bei der 1, 2, 3, 4 habe ich gerade eingestrichen, damit es 1% macht. Okay. Das ist schon echt grandios. Ja, ich verwende mal die ganze Farbe jetzt erstmal nochmal hier drüben. Weil dann bekomme ich von diesem Punkt noch ein bisschen. Man kann ja das, was eigentlich unnötig ist, in den Zeitraffer packen. Und deswegen, man sieht sich gleich. Ist ja schon leer. Ist mir gar nicht aufgefallen. Gut, jetzt kann ich den hier nehmen und hier alles drüber malen. Und weil ich den ja eh nicht verkaufen konnte, wäre das eh die schlauste Möglichkeit gewesen, noch etwas Sinnvolles daraus zu nehmen. Denn was stehen lassen ist ja auch langweilig. Okay, ich habe jetzt auch zwar einmal Farbe mindestens irgendwo stehen lassen. Mensch. Wie habe ich das denn gerade eben hier gemacht? So, bestimmt ein bisschen weiter zurück und dann. Ach, ja, jetzt bin ich in der richtigen Entfernung. So, und ich weiß jetzt nicht, wie lang die Folge ist, aber ich quatsche jetzt erstmal ein bisschen. Denn wenn sie zu kurz ist, könnte ich dann halt drüber quatschen. Wenn sie zu lang ist, kann ich es zum Zeitraffer machen. Dann, wenn es jetzt ein Zeitraffer wird, dann jetzt los. Ansonsten hört ihr mich jetzt noch. Und man kann ja eh auf zweifache Geschwindigkeit machen. Und ich benutze Sony Vegas Pro oder Vegas Pro 15, wie man es auch immer sagen möchte. Und da kann man leider nur einen Zeitraffer von mal 4 benutzen. Ich würde gerne noch mehr machen. Das ging bei meinen anderen Programm, Schneidprogramm, aber das war überhaupt nicht gut. Das war halt nur in der einen einzigen Sache besser. Aber da hätte man auch einen Zeitraum von mal 100 nehmen können. Naja. Ich würde maximal mal 60 nehmen, weil sonst hast du, also wenn man mit 60 FPS aufnimmt. Dann ist schon echt blöd.
Wenn man dann so mit 60 oder 30 FPS aufnimmt oder noch weniger. Oder mehr als 60 mal beschleunigt. Dann ist es schon echt blöd. Denn dann hat man ja weniger als ein Bild die Sekunde. Jetzt erstmal auf der Suche nach dem letzten. Ich hoffe, hier drüben ist es nicht. Denn dafür habe ich die Farbe gar nicht. Erstmal nochmal über lang gehen. Ach ja, komm schon. Ach, da war's, gut. Dann ist es jetzt hiermit auch fertig. Und Mensch, scheiß Lampe. Und ab ins nächste Zimmer. Das ist fertig. Hier fehlt noch. Was war das für eine Farbe? Heller Pfirsich. Hier, weil die Folge schon wieder 34 Minuten hat, mache ich jetzt einfach wirklich nur noch einen Zeitraffer und dann los. So, und das war's dann jetzt auch mit diesem Raum. Und der Raum ist fertig. Ach ja, ich merke gerade, ist ja komplett fertig. Gut, dann ist das jetzt hier auch abgeschlossen, der zweite Auftrag. Und dann geht's nach Hause, würde ich mal sagen. Ja, ich bin jetzt. Wartet. Und zwar genau. Jetzt mach du mal schneller Spiel. Hallo? Ah, jetzt bin ich zu Hause. Und ich habe gerade vergessen zu gucken, wie man den Preis wandelt. Naja, gut. Dann war es das erstmal mit dieser Folge und bis zur nächsten. Tschüss.